Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir sind jetzt hier noch weiter dabei, diese Baumstümpfe wegzumachen. So, der will nicht. Er muss aber, ups, nicht vorwärts fahren, rückwärts fahren. So, wir machen jetzt erstmal alle weg, wo wir schon gefällt haben. So. Natürlich müssen wir jetzt hier auch aufpassen, nicht, dass wir nochmal einen Baum aus Versehen wegschreddern, den wir noch brauchen. So, haben wir noch ein Stück. Zum Beispiel den, den dürfen wir jetzt nicht wegschreddern. So. Na gut, nehmen wir den hier außen noch schnell weg. So, passt. Wir haben insgesamt nur 450 Liter Bäume da bekommen. Ja, ich weiß, es ist nicht allzu viel, aber da kann man halt nichts machen. So, das sind 1,1 Tonnen und dann können wir vielleicht nochmal von der anderen Kiefer was wegnehmen oder mitnehmen. Ne, Moment. Das sind 500 Kilo. Die werden wir dann hinbekommen, oder? So. Dass wir so weit wie möglich wegkommen von dem. So. Ui, das war jetzt knapp. Ui, war das jetzt knapp im Kopf. Dann schicken wir den aber auf jeden Fall mal Richtung Abladepunkt. So. Das sind 400 Kilo, das passt. Ja, das sind 600, 1000. 1200. Klack. Letzte Position, 1200, 1600. Ja, das nur so ein bisschen zulegen, dann passt das besser. So, weil dann haben wir nämlich auch alle gefällten Bäume mal zumindest von hier hinten wieder weg. Dann können wir hier hinten auch mal das Land einebnen. So, wenn ich jetzt hier drücke, okay, muss ich hier K drücken. K ist er zu mir. Also Richtung weg. So, und ich gehe jetzt aber definitiv erstmal hin und nehme den außen mit. So, da können wir hier alle anhängen. So, und ich gehe jetzt immer ein bisschen zur Seite. Und Sicherheitsabstand. So. Jetzt können wir sie hochziehen. Zack. Und auf Wiedersehen. Ei, sieht das schön aus. Das sieht richtig schön aus, ne? Wenn wir hier die ganzen wie es jetzt hier angesegelt kommt. Ja, die ist ja richtig am Rattern. Der Seilkran. So. Flupp. Ja, der hätte hier ordentlich arbeiten müssen. Holz einlagern. Ja, erstmal noch speichern. Ganz, ganz wichtig, speichern.
So, dann schauen wir nach beim Sägewerk, wobei Tischlerei, oh, da könnten wir auch schon wieder die ganzen Sachen rausholen. Da. 607.000. Können wir das mal verkaufen? 613.000. Ja, gut, also wir werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, hier nochmal drei Holzfäller zu aktivieren. Wenn wir jetzt gucken, Holz. Gut, da sind wir jetzt deutlich drüber. Wenn wir sagen, den tun wir nochmal deaktivieren. Dann sind wir leicht drüber. Also, da haben wir auf jeden Fall jetzt noch die Chance, dass wir da reagieren können. Aber ich muss hier kurz niesen. Eieiei. Ja, jetzt können wir auch wieder schauen, dass wir hier die restlichen Baumstümpfe, wo wir jetzt aktuell da liegen haben, wegbekommen. So. Zack. Das sind ja aktuell nur drei. Das sind ja aktuell eben nur drei. Theoretisch. Theoretisch, wenn wir den so fällen, müsste es eigentlich genau passen. Ei. Ja, brauche hier nicht entasten, das kann ich ja glaube mit dem Kollege machen. Was haben wir hier? 08. Schauen wir mal, ob wir jetzt den Ding treffen. Ich glaube, der war zu kurz, der Baum. Die können wir alle. Den da hinten, den können wir jetzt nicht. Da laufen wir einfach mal hin, ne? Der müsste auch zu breit sein, jawohl. Fällt jetzt einfach mal die ganzen Bäume. Die, wo wir eben nicht mit dem Vollernter machen können. In die Küstenkiefer. Die Kiefer, die normale Kiefer eben. So, oh ja, der schön gefallen, der Baum. Der ist auch zu dick. Legen wir den jetzt auch noch um. Den hier noch. Zack. Und ich glaube, dann war es das jetzt auch. Das war's fürs Erste. Ja, mit dem Bagger wieder schön arbeiten. So, wo haben wir jetzt? Achso, der Volvo geht ja in die andere Richtung, ne? Ist ja einfacher. Ne, zack, sind wir da. Gärreste fahren. Machen wir das nämlich. Dann fahren wir hier jetzt schön rein. Schön Klärwerk, Gärreste, die müssen weg. So, und siehe da, wir haben nur noch vier Einträge, von denen wir drei nicht bearbeiten können. Theoretisch könnten wir auch mal unser neues Land anschauen, was wir da machen können. Düngen etc. Einfach mal hochfahren. Das machen wir jetzt am besten mal hier rüber. Beziehungsweise wir besuchen einfach hier oben.
Ja, Moment. Precision Farming. Bodeninformation kaufen, da sind auch nochmal knapp 100k. Bodeninformation kaufen. Und hier auch Bodeninformation kaufen. Mal sehen, pH-Wert ist schlecht. Ja gut, wenn das schlecht ist, ist er halt schlecht. Ne? Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Hier ist der pH-Wert gut. Hier ist ja alles schlecht. Und es ist so ganz, ganz komisch gewachsen. Aber hier können wir alle Reifen und Bandlaufwerke nutzen. Also wir können auf jeden Fall düngen. Upsala. Und hier können wir auch düngen. Irgendwo einen kleinen Trecker rumstehen. Ja, den hier. So, das heißt, wir schicken den hoch zur. Ja, können wir mit der 78 anfangen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Bin mal gespannt, ob ich den voll abgestellt habe. Natürlich. Ja, gut, natürlich ist wieder so. So ein Satz, ne, wo. Ja, natürlich habe ich den abgestellt. Oh! Und habe sogar noch schon den Düngekurs. Also, das ist ja mal mega geil. Können wir den auf jeden Fall auch schon direkt losschicken, dass er auch direkt oben anfängt zu düngen. Aber hier die Bäume, die nerven mich wirklich. Also, echt, das ist. Die wachsen einfach nicht. Mal schauen, ich will ihn ja eh auf 12 Meter setzen. Oder kann man auch. Okay, könnte ich euch sagen, mach Maximallänge. Ne, machen wir erstmal auf 12 Meter. Schöne 12 Meter Stückchen. Oder halt, ja. Das, was man halt 12 Meter machen könnte. Schauen wir mal, dass wir den jetzt hier auch gepackt bekommen. Los. Let's go. Einfach mal hier sauber entasten. Das ist dann schon eine schöne Sache. Ja, da ist ja genau wieder so ein Baum, weil es einfach im Weg steht. Und dann geht es hier einfach weiter mit den 12 Meter Stücken. Passt soweit. Schauen, dass wir den hier vielleicht noch erwischen irgendwie. Das geht auf jeden Fall mal am Baum vorbei. Dieser Prozessor, der ist echt saucool. Finde ich echt mega. So
schöne 12 Meter Stücke. So. Dann haben wir hier schon relativ wieder Kleinholz gemacht. Auch noch Kleinholz, dann haben wir sogar alle Bäume jetzt. So. Nehmen wir den halt auch nochmal. Passt. So. Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.